Oh mein Gott. Und ich würde gerne hier einfach mal so eine Art Hochhaus planten. Alter, wie hoch geht denn das noch? Wieso zeigt er mir die Zeit an? Die brauchst du mir nicht anzuzeigen. Ich weiß, dass ich zeitnah ausflippen werde, wenn es so weitergeht. Komm schon. Hallöchen, Ibims der Lecopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, endlich ist es soweit. Wir spielen mal wieder das beliebte Mod-Roulette. Wer es nicht kennen sollte, wir haben hier eine ganz tolle neue Minecraft-Version mit über 20 bis 30 verschiedenen Minecraft-Mods. Sei es Luftschiffe, wir haben natürlich TNT, wir haben Superhelden, wir haben Raketen, Lucky Blocks haben wir dabei, die Inventory-Pets-Mod, Häuser mit einem Klick. Wir haben sogar die iPhone-Mod aus dem letzten Video dabei. Da hatte ich ja sogar den Marcel Davis-Sival mit einprogrammiert. Das ist ja dieser bekannte Werbetyp. Das kam ziemlich gut an. Und mit diesen Minecraft-Mods müssen wir heute wieder einen ganz tollen Parcours meistern. 5-mal müssen wir diesen ganz neuen Wipeout-Parcours hier durchspringen. Pro Runde müssen wir allerdings eine neue Minecraft-Mod ziehen. Es hat die Mod gewonnen, mit der wir am schnellsten durchgelaufen sind. Und es hat zusätzlich auch die Mod gewonnen, ganz unabhängig von der Zeit, mit der wir am stilvollsten, am coolsten, am abgefahrensten diesen Parcours gemeistert haben. Darüber könnt ihr wieder am Ende entscheiden. Wir haben das ja schon mal gemacht. Das war ziemlich cool. Das war, ja, kam ziemlich gut bei euch an. Vielen, vielen Dank für alle Leute, die da mitgemacht haben. Wir gehen auch mal ganz kurz hier, ja, diesen Parcours schnell durch, denn wir starten natürlich direkt mit einer Mod. Deswegen schauen wir mal, wo wir überall lang hüpfen müssen. Natürlich haben wir auch wieder einige Pistons dabei, die uns ins Wasser stoßen können. Obwohl, ihr wisst es ja, mir kann eigentlich niemand das Wasser reichen. Aber okay. Sollten wir ins Wasser fallen, dürfen wir natürlich direkt zur nächsten Hürde schwimmen. Müssen sogar diesmal hier hoch hinaus klettern. Wie Mogel-Mogli müssen wir uns hier von Stange zu Stange schwingen. Das passt ja auch irgendwie zu mir. Wie gesagt, Mogel-Mogli mit den ganzen Mods, die wir hier verwenden dürfen. Dann haben wir diese wunderschönen Gummibälle hier. Das sind oder solche Lollipop-Teile hier. Dann haben wir hier noch ein kleines Häuschen. Da gibt es auch noch einige Parcours-Inhalte. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Hier haben wir noch so einen kleinen Glasparcours. Und wenn wir hier oben die Druckplatte betätigen, dann wird automatisch die Zeit gestoppt. Hier haben wir das Mod-Roulette. Das sind alle Mods, die wir dabei haben. Es sind etwas weniger als im letzten Part. Aber dafür sind es nochmal ganz neue Ice and Fire Mod. Ich werde direkt mal hier drauf drücken. Damit können wir uns zum Beispiel, ja, mit einem Drachen da durchfliegen. Wir haben, wie gesagt, Lucky Blocks Mod dabei. Wir haben sogar die Rasenmäher-Mod dabei. Oh mein Gott, das wird sicherlich sehr, sehr lustig. Wir fangen allerdings an mit der Luftschiffe-Mod. Okay, das ist sehr interessant, denn die habe ich jetzt länger nicht mehr gespielt. Eine ganz, ganz tolle, starke Mod, mit der ich, ja, die ich wirklich bin ein riesen Fan von dieser Mod. Damit könnt ihr sogar mit anderen Mitspielern durch eure Minecraft-Welt fliegen. Es kostet allerdings, ich glaube, es war ein bisschen was an Kohle, soweit ich weiß. Hier sind die Luftschiffe. Es gibt verschiedene Versionen. Diese sind ganz buntisch angemalt. Wir nehmen einfach mal Version 4 und dann vielleicht die Nether-Geschichte. Nether Star, das klingt doch ziemlich overpowered, einfach mal zur Hand genommen. Jetzt müssen wir dieses Ding wie bei Pokémon mit Shift und Rechtsklick auf den Boden feuern. Daran kann ich mich noch erinnern. Shift und Rechtsklick, los, du bist dran, Luftschiff. Zack. Da ist es auch schon. Ziemlich cool Design. Das hier ist jetzt das Nether Star-Schiff. Soweit ich weiß, konnte man auch hier oben den Ballon mit verschiedenen Farben anmalen. Aber ich möchte jetzt nicht allzu viel über die Mod reden, denn ich habe ja diese bereits irgendwann mal vorgestellt. Guck mal hier, das Boot, das Luftschiff ist tatsächlich genauso wie ich, schwer durchschaubar, so wie es aussieht. Okay, wir brauchen nur noch Kohle, aber ich glaube, es gehen sogar auch Kohleblöcke, damit kommen wir nochmal eine Ecke weiter. Vielleicht sind wir dann sogar etwas schneller, ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Einmal drauf gedrückt, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, einfach hier reingauen. Ja, hier, 14 Stunden, wird eng. Ich glaube, wir könnten es noch hinkriegen, oder? Ich bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Kohle drin. Einfach mal hier mit WASD hier erstmal rumgefahren. Wir dürfen natürlich vorher ein bisschen ausprobieren. Schaut euch mal die Animation an. Ich liebe diese Mod. Das ist unglaublich cool. Auf die Plätze, fertig und Feuer. Ja, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. So heißt es doch irgendwo. Okay, am besten sinken wir gerade mal. Das scheint aber... Moment, Sekunde mal. Ach, shit. Ich hätte hier bei den Controls gucken müssen. Mit der X-Taste. Natürlich, mit der X-Taste. Selbstverständlich. Mit der X-Taste können wir sinken. Das kostet natürlich jetzt wieder ein bisschen was an Zeit. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. So, jetzt bin ich aber... Jetzt geht's los. Okay, wir haben auf jeden Fall einen ziemlich schweren, schwerfälligen Radius. Wir können kaum dieses Schiff drehen. Vielleicht hätten wir ein anderes Modell eher nehmen sollen. Wir dürfen natürlich während dem Lauf selbstverständlich noch auf diese Mod zugreifen, wenn wir dann tatsächlich aus irgendeinem Grund, wenn wir hier irgendwie gekentert werden oder wenn wir irgendwie nicht zurechtkommen, können wir natürlich noch auf ein anderes Schiff zurückgreifen. Wir dürfen natürlich nicht direkt zum Ziel fliegen, weil das wäre natürlich viel zu langweilig. Wir müssen natürlich die einzelnen Stationen, am besten hätte ich vielleicht hier einige Checkpoints aufbauen sollen, müssen natürlich hier durchfliegen. Ja, an sich ist das mit dieser Mod wirklich sehr, sehr einfach, aber wir werden natürlich gleich selbstverständlich, oder ich weiß nicht, wenn wir jetzt 5-mal diese Luftschiffe-Mod ziehen sollten, werden wir
wir natürlich nur hier durchfliegen. Jetzt müssen wir allerdings durch dieses Loch. Ich weiß jetzt nicht so vom Ausmaß her. Ich bin jetzt kein Physiker oder so. Aber das scheint nicht so, nicht zu passen. Also ich kenne mich mit Löchern aus, wie ihr wisst. Ich glaube nicht, dass wir hier reinpassen. Auch wenn ich mich vor der Aufnahme extra mit Öl eingerieben habe, damit es ordentlich flutschte. So, um Gottes Willen. So, komm schon. Komm schon, ey, für diese Gags. Was? Okay, es hat funktioniert. Geil. Okay, alles klar. Alles klar, natürlich. Ja, ich versuche hier einfach mal Zelterschutz. Also, hätte ich vielleicht noch etwas weiter sinken. So, egal. Ich werde jetzt einfach mal hier hochfliegen und dann gucken wir mal. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, hier unten durch, weil ich das in Erinnerung habe. Ich habe den Parcours, das ist der Witz, vor meinem Urlaub vorbereitet. Bevor ich war ja jetzt 14 Tage in Singapur. Da habe ich auch noch einige sehr lustige Geschichten übrigens für euch mitgebracht. Unter anderem bin ich in so einen heiligen Tempel reingelatscht, was verboten war. Also, zumindest mit, man sollte damit barfuß. Hier ist im Übrigen das Ziel, wir haben es geschafft. Man sollte im Übrigen nur mit barfuß da rein und ich habe, oder ohne Schuhe, und ich bin natürlich mit Schuhen schnurstracks in diesen heiligen Raum gelaufen und wurde dann rausgeschmissen. Das war, das war nicht so gut. So, damit hätten wir quasi die erste Runde gemeistert. Oben links oder rechts habt ihr die Uhrzeit gesehen oder die Zeit, die wir benötigt haben, nicht die Uhrzeit. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir demnach das hier toppen können. Meines Erachtens war das gar nicht mal so schlecht. Einfach draufgrauen und ja. Das war quasi Runde 1. Es macht tierisch Laune, es kann alles passieren. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was wir jetzt für eine Mod ziehen. Ich würde aber sagen, wenn wir tatsächlich nochmal die Luftschiff-Mod ziehen sollten, dann werden wir nochmal das Modrad ziehen, denn das wäre doch irgendwie langweilig. So, okay, also Runde Nummer 2. Sekündchen mal, ich muss das Modrad hier gerade nochmal neu laden, weil das ist immer so ein bisschen nervig. Wie gesagt, so ein cooles Projekt, das man eigentlich auch live spielen könnte, ne? Okay, also einfach mal hier ausgewählt, da dreht es auch schon. Ich bin wirklich sehr gespannt. Einige neue Mods haben wir dabei. Vielleicht ziehen wir auch mal die Lucky Blocks Mod, Rasenmäher Mod, Ariana Grande ist im Übrigen nicht dabei und es ist tatsächlich die Stupid Things Mod. So, jetzt haben wir es, schwieriges Wort. Was haben wir denn hier? Wir haben natürlich hier einige Wasserbomben, okay. Muss ich ein bisschen aufpassen, ihr wisst, ich bin nicht ganz dicht, ich würde sofort untergehen. Wir haben hier einen Steinfreund, so ein Steinhaustier. Die Mine Turtle, oh mein Gott, kann es sein, dass die Mod ein Update bekommen hat? Die Mine Turtle war vorher nicht dabei, die müssen wir gleich ausprobieren. Dann haben wir natürlich Pet Rock. Wir haben hier ein TNT, das Reverse TNT. Ich schätze mal, Moment, wir bekommen hier weitere Informationen. Wir bekommen hier tatsächlich die Möglichkeit, Blöcke heranzuziehen. Was das auch immer heißen soll, vielleicht können wir damit Blöcke erzeugen, dann können wir vielleicht einfacher durch den Parcours hüpfen, werden wir auf jeden Fall mal testen. Wir haben hier ein Paperbag-Head. Oh mein Gott, ja, das ist natürlich cool. Guck mal hier, da müsst ihr mich nicht mehr ertragen. Haha, cool, schon viel sympathischer geworden, oder? Die Upside-Down-Goggles, das wäre natürlich auch Bombe. Einfach mal, oh Gott, da kriegt man ja echt Kopfschmerzen. Nee, die nehmen wir auf gar keinen Fall. Hier, der Propeller-Head. Können wir wie Karl vom Dach hier durch die Gegend fliegen. Ohne Mist, das ist so bescheuert. Hier können wir ziemlich hoch springen und der Propeller bewegt sich sogar. Das gefällt mir. Werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Was haben wir denn noch? Was ist das denn hier? Was? Die kleinste Violine. Moment. Ist das die aus SpongeBob? Kann das sein? Ich kann mich da im Bild erinnern mit Mr. Krabs, oder? Ich bin zu 100% sicher. Guck mal, da ist sie auch schon. Können wir die spielen? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Das ist unser Modroulette-Theme. Das ist unsere Hymne. So, diesmal versuche ich das tatsächlich eher auf Zeit zu spielen, denn wie gesagt, wir haben einen ziemlich coolen Propellerhut. Damit können wir sicherlich ziemlich gut zurechtkommen. Wir können sogar aus dem Wasser scheinbar fliegen. Das ist ziemlich genial. So, hier bei meinem Federgewicht. Nein, ich bin natürlich eigentlich... Nee, ich glaube, eigentlich würde ich sofort untergehen. So, also, das dürfte jetzt gar kein Problem sein. Selbst über die Pistons können wir drüber schweben. Das ist ziemlich, vorteilhaft. Auch hier bei dieser Leiter. Und jetzt wird es bestimmt sehr, sehr spannend, denn jetzt können wir theoretisch doch bestimmt hier rüber fliegen, oder? Zählte das schon... Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir hier die Leiter nehmen, sind wir trotzdem etwas schneller, als wenn wir da über diese Stangen hier hüpfen. Naja, wie gesagt, das geht jetzt ein bisschen hier auf Zeit, ne? Also ist dieser Propeller-Head. Vielleicht um ein paar Stilpunkte zu ergattern, könnten wir theoretisch einfach mal... Nee, ansonsten... Nee, ich glaube, wir können hier vielleicht einen Luftballon aufsteigen lassen. Das könnte ich theoretisch tun. Kann ich vielleicht ein paar Pünktchen von euch ergattern, denn ihr dürft ja, wie gesagt, entscheiden, welcher Run demnach am coolsten ist. Hier, guckt euch jetzt mal an. Hier, Party, Party, Party. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht, was in euch vorgeht. Nein, keine Ahnung. Wir haben ja noch einige Runs vor uns. Ich bin auch wieder nur pausenlos hier am Reden. Ne? Ich rede hier wie ein Wasserfall. Das ist unglaublich. So, ansonsten hier, wie gesagt, Singapur, ziemlich spannendes Land. Solltet ihr auf jeden Fall mal hinreisen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Denn da gibt es auch eine spezielle... Toll, super.
Oh nein! Wir haben hier keine Leiter, ne? Nein, wir müssen jetzt hier zum Ziel schwimmen. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, ist das schlecht. Nein! Und die Luftballons blockieren mich. Ich komme hier gar nicht durch. Ah. So, auf jeden Fall gibt es da tatsächlich eine Insel, wo man nur Fahrrad fahren kann. Durch einen Dschungel. Ziemlich cool. Ja, wir haben es im Übrigen gerade gemeistert. Da sind Schlangen, Affen und die da frei rumlaufen. Ja, ich meine jetzt aber nicht Simon Desio, der da rumhüpft. Dem ist nicht so. Aber es ist ziemlich cool gewesen. Ich kann vielleicht irgendwann noch einige Videos auf meinem Instagram-Account euch hochladen und zeigen. Da habe ich einiges aufgenommen. So, damit hätten wir das gemeistert, in Anführungszeichen gemeistert. Mit diesem Propeller-Head. Ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt. Ich würde sagen, ich lade die Welt kurz neu und dann geht's direkt weiter mit dem dritten Lauf. So, es geht direkt weiter mit Runde Nummer 3. Es gibt eigentlich noch eine kleine Regeländerung, die eigentlich noch nicht eingetroffen ist. Zu dieser komme ich gleich zu sprechen. Als erstes will ich mal ganz kurz das Modrad hier wieder starten. Sekündchen mal, einfach mal drauf gedrückt. Wir haben ja noch einiges dabei. Grimms-Mod haben wir im Übrigen dabei. Das ist auch eine ganz große neue Mod-Sammlung, die vor wenigen Tagen erst geupdatet wurde. Und wir haben tatsächlich die Krabble-Mod. Oh mein Gott, die ist wirklich richtig lustig. Quasi so eine Art, Seil, welches wir nutzen können. So ein Enterhaken, ne? Ziemlich cool, damit können wir uns irgendwo ranziehen. Ja, wir sind ja, obwohl ich bin ja eigentlich gar nicht anziehend, wenn abstoßend. Aber, oder ausziehend? Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch ja selber auf der Gamescom ein Bild zu machen. Wir probieren es mal ganz kurz aus, ne? Ich glaube, das ist erlaubt. Wie gesagt, die Zeit läuft noch nicht. Einfach mal hier an dieser Wand getestet. Okay, damit können wir uns tatsächlich hier... Ah, das scheint noch nicht. Ich glaube, das ist nicht der richtige. Hier haben wir auf jeden Fall einen motorisierten Grappling-Hook. Können wir uns damit irgendwie ranziehen irgendwie? Ja, geil! Das ist cool, das gefällt mir. Magnetisch. Was zum... Le Copa, geschüttelt, aber nicht gerührt, so wie es aussieht. Okay, so, ich glaube, wir können gleich behutsam gemeinsam einen abseilen lassen mit diesen Grappling-Hooks. Welchen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir schnappen einfach mal... Wir fangen am besten mit dem Motorisierten an. Dann haben wir ja noch einen Ender-Staff und Ender-Grappling. Magnetic werden wir natürlich auch ausprobieren, damit wir ein paar Stilpunkte bekommen. So, auf die Plätze, fertig und Feuer. So, mal gucken, wie das funktioniert. Super. Na toll, oh Gott, nein! Oh nein, Worst Case. Das fängt sehr gut an. Ich wollte jetzt sagen, das ist sicherlich der perfekte Run, weil wir einfach so schnell uns von A... Alter! Moment. Was? Na, oh Gott, die Zeit läuft weiter. Guck mal, ist sogar ein Grab entstanden. Toll! Wieso bekomme ich denn hier so eine dürre Pflanze? Sag mal, ist... so Grabpflege und so? Bin ich denn wirklich gar nichts wert? Was zum Teufel? Die Zeit läuft natürlich weiter. Was war das denn eben gerade? Ich habe doch nur dieses eine Item ausprobiert. Na toll. Ja, apropos, das heißt, ich kann schon mal passenderweise zu... Wisst ihr was, den ersten, da springe ich einfach so. Oder wir nehmen das magnetische Band. Ach, ich habe keine Ahnung, mir ist es jetzt wurscht. Ich springe jetzt einfach so durch. Ich wollte auf eine Sonderregel zu sprechen kommen. Sollte ich für einen Lauf länger als 8 Minuten brauchen, dann muss ich für die kommende Folge dann für denselben Lauf, das heißt, wenn ich jetzt hier über 8 Minuten benötige, muss ich quasi für den dritten Lauf der nächsten Runde einen Bestrafungsskin mir überziehen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Ariana Grande sein. Das kann aber auch ein YouTuber sein. Da könnt ihr mir gerne einige Vorschläge in die Kommentare schreiben, sofern ich über 8 Minuten in irgendeinem Lauf in dieser Mod benötige. So, okay, also wenn wir jetzt mal Ender Staff, das könnte natürlich... Alter, ich flippe hier noch aus! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist denn hier los? Och Mann, ich komme wirklich gar nicht mit dieser Mod zurecht. Warte, hier, Magnetic Force Field, da gehe ich wahrscheinlich... Oh mein Gott! Was passiert? Was? Nein, ich bin... Komm schon, ich muss hier... Was? Ich glaube, also das, ich will ja niemanden beeinflussen, aber das ist mit Abstand das Stilvollste, was ich je gesehen habe. Okay, dann geht's direkt chaotisch weiter mit dem magnetischen Band und dann... Ah! Oh Gott, ich komme echt vor wie so eine angeschossene Fliege. Ohne Mist, die wirklich gar nicht mehr weiß, wo sie hin muss. Oder ich habe echt keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber das sah auch sehr interessant aus. Was haben wir denn jetzt noch nicht ausprobiert? Wahrscheinlich sogar hier den Standard-Grappling-Hook, ne? Aber da habe ich ja keine Ahnung, wie wir diesen einziehen können. Da gibt es garantiert auch wieder irgendwelche speziellen Knöpfe, die wir betätigen müssen. Aber das sind garantiert keine 8 Minuten gewesen. Oder ich bin mir gar nicht zu 100% sicher. Ich sehe das ja leider nicht in dieser... Ich muss das ja hier extra noch rein editieren. Das tut mir leid, nein, das kann nicht wahr sein. Los, zieh mich hier hoch. Alter, ich bin auch echt zu blöd, ey. Das kann nicht wahr sein. Komm schon, du alte kleine dicke Schildkröte. Spring aufs Knöpfchen. Yes, geschafft. Oh Gott. Alter, chaotischer geht's wirklich gar nicht mehr. Das war Runde 3. Noch 2 Durchläufe haben wir. Ich zieh mich am besten direkt hier wieder zurück und... Oder auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir starten das Modrad. Auf geht's. Runde Nummer 4. Ich habe keine Lust mehr. Sekunde mal. Hier haben wir es schon. Moment.
Runde Nummer 4. Ich bin echt froh, dass Ariana Grande ausnahmsweise nicht dabei ist. Vielen Dank auch für die ganz tollen Fanarts. Und es ist die Instant Massive Structure Mod. Natürlich kann ich mich nicht damit selber irgendwie einmauern, dass ich gar nicht mehr springen kann, muss. Alter, das ist doch echt... Oh. Okay, Sekunde mal. Die Instant Massive Structure Mod. Wer sie nicht kennen sollte, der hat einiges verpasst. Einer der meistgesehenen Videos auf meinem Kanal, denn damit können wir über 750 verschiedene Strukturen in Minecraft generieren. Jede gibt es hier als einzelnen Block. Wir haben hier natürlich Bibliotheken, wir haben Schulen, wir haben... Es sind Ferien, darauf ist... Wollen wir natürlich nicht zurückgreifen. Wir haben ja einige Farmen natürlich. Was haben wir noch? Schiffe. Live-Strukturen. Oh, ich habe eine coole Idee. Moment, Sekunde. Es gibt hier Live-Strukturen. Damit können wir ein Flugzeug kreieren, mit dem wir sogar fliegen können. So, entschuldigt den Cut. Ich habe hier ein bisschen gerade noch bei den Tabs rumgeguckt. Habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe das jetzt mal alles rausgeschnitten. Das war doch ein bisschen lange, als ich hier ein bisschen rumgescrollt habe. Ich habe jetzt hier einen Helikopter. Wir haben zwei Busse. Ich habe hier einen sogenannten Trapped House Block. Das ist vielleicht irgendwelche Fallen. Wird bestimmt sehr interessant. Ist vielleicht nicht so nützlich. Was nützlich werden kann, ist eventuell dieses Hochhaus hier, was wir eventuell an diesen Stellen nutzen können. Vielleicht gibt es da irgendeinen Aufzug, irgendwie eine gescheite Treppe oder sowas. Vielleicht können wir damit irgendwas überbrücken. Dann haben wir noch eine Wasserrutsche, eine Achterbahn sowie ein Fire Service, quasi eine Art Feuerwehr. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir fangen am besten, bevor die Zeit jetzt losläuft, mit dem Flying Helikopter an. An diese Live-Struktur kann ich mich noch erinnern. Das ist tatsächlich ein Helikopter, der in Minecraft fliegen wird. Das ist nochmal was ganz anderes, ziemlich statisch. Es könnte eventuell zu Problemen führen. Wird sicherlich sehr interessant. Ich werde ihn jetzt hier hinsetzen. Ich hatte das eben gerade an einer anderen Struktur getestet. Denn gerade dieser Helikopter wird ganz woanders platziert. Einfach ausgeführt und jetzt ist er ungefähr bei unserem Start. Und unsere Zeit läuft auch erst, wenn wir diesen jetzt gestartet haben, ne? Ziemlich cool gemacht. Mit einem Klick haben wir diese tolle Struktur kreiert. Über 750 Strukturen bietet diese Mod. Ich gehe aus dem kreativen Modus raus, werde jetzt hier mal unsere Wunschanzahl an Blöcken hier eintragen, die wir fliegen möchten. In dem Fall, Pi mal Daumen, ich bin jetzt kein Pilot oder so, gebe ich jetzt einfach mal 80 Blöcke ein und dann steht auch schon hier, dass wir in 10 Sekunden abheben können. Yay! Also, euer Pilot Lokopa ist natürlich wieder hier am Start und ich hoffe, dass wir jetzt einen angenehmen Flug haben. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Und wir bewegen uns tatsächlich. Am besten bleibe ich sogar stehen, weil ich habe... Ich kann mich... Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ansonsten wird das wahrscheinlich... Oh Gott. Nein! Bitte nicht rauswerfen! Oh Gott! Ich hab nichts gemacht. Vielleicht habe ich ein bisschen was zu trinken noch im Handgepäck gehabt oder so. Als Pilot. Oh Gott. Ihr könnt doch nicht die Piloten auf an Bord werfen. Aber es scheint dennoch so halbwegs zu funktionieren. Und ich glaube, wir sind sicher gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Komm schon, lass mich raus. So steige ich immer aus dem Flugzeug. Wo bin ich denn hier? Nein! Wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Gut, das kommt bei mir häufiger vor. Und da ist eine unsichtbare Wand. Okay, Versuch Nummer 2. Dann versuchen wir das Ganze mal mit dem Bus. Ich werde ihn einfach mal hinsetzen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Da ist auch schon. Da muss ich jetzt irgendwie noch reinhüpfen. Ist das gerade verbuggt? Oh mein Gott, das können wir ausnutzen. Sekunde mal. So, auch dieser Bus kann natürlich fahren. Das Problem ist, er ist falsch rum. Nein, das kann nicht wahr sein. Warum? Warum? Oh, shit. Wasserrutsche. Komm schon. Ja! Oh mein Gott, das war gut. Das war sehr gut. Okay, wir haben da hinten was zerstört. Das könnte nochmal interessant werden. Aber wir sind zumindest hier befreit worden. Das mit dem Bus, das hat echt keinen Dauch. Wenn ich jetzt hier eine 80 eingebe oder so, dann wird direkt gegen die Wand fahren. Und ich glaube, dann geht einiges kaputt. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch sehen werden. Ansonsten, ja, wenn, wie gesagt, so eine Struktur gegen eine Wand fährt, dann macht es kawumm. So. Ja, jetzt genau im Moment... Oh, jetzt habe ich genau einen falschen Moment. Ach, ist egal. So, okay, wir gehen direkt mal weiter. Okay, das ist alles sehr interessant. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter, vor allen Dingen sehr stilvoller Run. Da bin ich wirklich sehr zum Schluss auf eure Umfrage... ja, bin ich wirklich sehr neugierig, ob das vielleicht nicht sogar so kreativ ist, dass ihr das auf Nummer 1 wählt. Weil das ist ja schon... Nein, ich möchte keinen beeinflussen. Ich habe auch keine Ahnung. Die anderen Runs waren natürlich auch sehr lustig. Das mit dem Grappling Hook. Wir haben ja schon einiges gesehen. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren sehr spannenden Abteilung. Und zwar haben wir jetzt diese, ja, diese hohe Geschichte. Und ich würde gerne hier einfach mal so eine Art Hochhaus planten. Mal gucken, ob das funktioniert. Einfach mal hier ausgeführt vielleicht. Ja, ja. Nein, das ist nicht gut. Ich sehe hier keine Leiter, keine Treppe, keinen Aufzug, kein gar nichts. Und das ist... Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Sekunde mal. Hier ist ein bisschen Wasser, aber das bringt uns auch reichlich wenig. Moment, wir können hier hoch, wir können hier hoch, wir können hier hoch, wir können hier hoch. Sekunde. Ich darf nur nicht...
Ich darf nur nicht länger als 8 Minuten brauchen. Alter, wie hoch geht denn das noch? Es ist Eis. Wir kommen hier eiskalt durch. Doch, das kann uns eventuell helfen. Oh, ja, doch, 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 doch. Und durch das Wasser hier haben wir, glaube ich, alles komplett verbaut. Ach, weißt du was, mir ist es egal. Ganz ehrlich, wir gucken uns die Map gleich an. Ja, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann fliege ich ein bisschen über die Map. Können wir mal schauen, wie hoch das Hochhaus demnach geworden ist. So, ich hoffe, dass hier drin noch ein bisschen was intakt ist. Einfach mal hier reingehüpft und, oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Sekunde mal. Okay, können wir hier noch irgendwo durchhüpfen? Ja, hier können wir noch schwimmen. Das ist wirklich sehr interessant, was wir gerade fabrizieren. Okay. Das hier ist noch alles intakt. Oh mein Gott, das ist ja mal richtig abgefahren. Wie geil ist das denn bitte? Da möchte ich vor Freude direkt mal hier das Weihnachtsmannhaus hier planten. Guck mal hier, Sekunde mal. Das können wir bestimmt auch als Hilfe nutzen, oder? Oh yeah, oh yeah. Guck mal hier, das Haus vom Nikolaus. Und wir können hier sogar raus. Was ist das denn hier? Eine Art Garage oder sowas, ne? Boah, das ist geil. Okay, das ist echt nicht schlecht. Dann hüpfe ich direkt mal ins Wasser. Natürlich, das wollte ich auch. Das ist cool. Und damit hätten wir es geschafft. Ja, das ist sehr interessant. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Wir sind in Heli geflogen. Wir sind mit einem Bus hier durch die Gegend gedüst, der direkt in die Luft geflogen ist. Wir haben hier eine Wasserrutsche erzeugt. Wir haben hier ein... Ach du Schande, schaut euch das mal an. Ein gigantisches Hochhaus mit einem Klick erzeugt. Da fehlt leider echt ein Aufzug oder irgendeine Treppe. Das wäre echt cool gewesen. Aber wir konnten uns hier durchbohren. Haben demnach einfach nur eine Plattform. Alter Schwede, das ist doch nicht mehr... Das ist doch nicht mehr normal, oder? Haben demnach zumindest eine Plattform erzeugt, wo wir durchlaufen konnten. Und dann hatten wir noch hier das Nikolaushaus für diese Runde. Also wir haben wirklich einiges in dieser Runde ja hier gesehen. Deswegen für die letzte Runde werde ich nochmal die Map neu laden. Und dann drehen wir erneut zum letzten Mal für diese Folge zumindest das Mod-Roulette. Und dann könnt ihr abstimmen, welche Mod ihr am besten fandet. Und wir gucken, mit welcher Zeit wir am besten hier zurechtkamen. Okay, so, letzte Runde. Jetzt drehen wir noch einmal so richtig durch. Sekunde mal, das Mod-Roulette solltet ihr bereits auf der rechten Seite sehen. Ich muss das immer hier hin und her wechseln, deswegen ist das nervig. Zack, direkt ausgeführt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, bin für alles offen, außer für die Rasenmäher-Mod, weil gerade im Wasser, weiß ich nicht, sollte... Doch, es funktioniert. Man kann tatsächlich im Wasser auch Rasen mähen, soweit ich weiß. Aber wir haben tatsächlich die Drohnen-Mod gezogen. Ohne Mist, wer dieses Mod-Vorstellungsvideo noch nicht gesehen hat zu dieser Mod, ist es wirklich der Wahnsinn. Eine großartige, ganz, ganz starke Minecraft-Mod, mit der man eigene Drohnen in Minecraft bekommt. Die kann man navigieren, man kann sie fliegen lassen, man kann aber auch Routen abfliegen lassen und dann Items von A nach B transportieren. Einfach herrlich, selten so eine starke Mod gesehen. Das Tolle ist, warum habe ich die mit hier in unser Modpack getan? Wir können theoretisch uns selber damit hochheben, also uns selber an eine Drohne klatschen, was bei mir im echten Leben wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren würde. Allein vom Gewicht her, da bräuchte ich wahrscheinlich 50.000 Drohnen oder sowas, keine Ahnung. So, also, ich hoffe, dass ich das noch richtig zusammenkriege, ansonsten muss ich das ganz kurz cutten, damit ich da mich nochmal reinfuchsen kann. So, wie war das denn jetzt nochmal? Wir brauchen irgendwie so ein Transport-Upgrade, wir brauchen einen Drohnen-Controller, wir brauchen einen Movement-Upgrade. Multi-Movement. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Wunderbar, ich nenne sie trotzdem mal die Copa-Drohne oder den Flitzer. Kommt auf selbe hinaus. Nein, um Gottes Willen. So, Rename, zack, der Flitzer. Und jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, andere Mobs aber auch uns zu transportieren. Und Movement, wir können das Ding quasi steuern. So, das Ganze noch connected. Und jetzt kann es eigentlich schon fast direkt losgehen. So, und jetzt müsste es eigentlich... Ja, hui, da ist man aber ziemlich schnell unterwegs. Gott, ich würde sagen, ich fliege jetzt in die Richtung und sobald ich da hinten diese Linie berühre, dann geht's direkt los und ja, auf die Plätze, fertig und, Moment, go, go, Gadget, so. Okay, wir müssen, wie kommen wir denn runter, hallo? Nein, es geht, oh, Hilfe, boah. Okay, alles klar, das ist nochmal was ganz Neues. Ich glaube, damit bekommen wir garantiert einen neuen Geschwindigkeitsrekord hin. Ich weiß, wir sind jetzt überwiegend in dem Parts, beziehungsweise in diesen, oh Gott, geflogen, aber das kann ich demnächst dann wieder abändern. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Feedback da, wenn ihr irgendwie andere Vorschläge habt. Zählt das jetzt oder müssen wir durch dieses Loch oder können wir einfach drüber fliegen? Weil ich glaube, das kriege ich so nicht ohne weiteres gebacken. Ich muss mich ganz kurz abwerfen, das geht nicht anders. Ja, flieg am besten, hau am besten ab, komm. So, und dann fliege ich mir hier ganz kurz durchs Loch und jetzt kann mich die Krone, sage ich schon, die Drohne kann mich gerne wieder aufsammeln. Hallo? Komm schon. Komm zu Papa, Baby. Komm zu Papa. Yes! So. Wie ein Magnet. Gott! Nein, ich kann das Ding nicht steuern. Oh Gott. Jetzt. Ja. Ja. Yes!
Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und ja, wir haben sogar, wow, im Flug haben wir sogar die Druckplatten betätigt. Geil. Ja, damit hätten wir ebenfalls diese Runde abgehakt. Ich werde mich direkt mal hier absetzen. Hallo? Ich möchte mich absetzen lassen. Hallo? Hallo? Kollege? Ach komm schon. Ja, ich weiß, ich war wieder im kreativen Modus. Aber ganz ehrlich, das hätte nichts verändert, außer dass vielleicht die Batterie irgendwann ausgegangen wäre. Aber das hätten wir wahrscheinlich trotzdem geschafft. Komm schon. Da geht mir echt die Drohne hoch. Das ist doch echt unglaublich. N, M, H, G, F. Was? Hä? Wieso zeigt er mir die Zeit an? Die brauchst du mir nicht anzuzeigen. Ich weiß, dass ich zeitnah ausflippen werde, wenn es so weitergeht. Komm schon. Egal. Ist eigentlich wurscht, war die letzte Runde. Ich bin ja sowieso hängen geblieben, deswegen bleibe ich jetzt hier einfach mal schweben. Hier haben wir jetzt eine ganz tolle Übersicht. Hier seht ihr die ganzen Zeiten sowie den Gewinner. Und jetzt könnt ihr aktiv mitmachen, denn jetzt werde ich oben rechts eine Umfrage einblenden. Dort könnt ihr ganz einfach draufklicken und eure Lieblingsrunde bzw. die abgefahrenste kurze Runde einfach mal auswählen. Ich bin wirklich sehr gespannt, welchen ihr dieses Mal als Favoriten wählt. Letztes Mal war es die Pandoras Box Mod. Ja, ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Wieder ein sehr aufwendiges Video. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Die dritte Folge kommt schon in Kürze. Falls ihr allerdings den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltet, dann klickt gerne hier auf den Bildschirm. Dort kommt ihr dann zur allerersten Folge, auch sehr amüsant. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder herzlichst für eure großartigen Kommentare, für eure großartige Unterstützung. Das war der Lukopa mit dem Mod-Roulette. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.